München, Stadt des Bieres, des Prostens, des Rausches. Seit Jahrhunderten regiert hier der Gerstensaft und bringt den einen oder anderen auf den Boden der Tatsachen zurück. Doch die Tradition wird bedroht von einer neuen Nüchternheit. Immer mehr Deutsche entscheiden sich fürs Alkoholfreie, auch in München. Trinken Sie alkoholfreies Bier? Ob wir trinken? Ja. Ja. Ich trinke überhaupt kein Bier. Nein. Nein. Das wird man ja nicht so lustig. Sie trinken sogar alkoholfreies Radler. Da lachen Sie dann ein bisschen. Ungern. Ungern. Öfter eigentlich, zu verschiedenen Anlässen. Zum Essen, wenn ich halt keine Lust habe auf Bier mit Alkohol, was immer öfter vorkommt. Ja. Gerne, sehr gerne, mit Leidenschaft. Selten, aber es gibt jetzt eine Urmünchner Marke wohl, die das neu, wie ich gelesen habe, auf den Markt gebracht hat. Und das werde ich probieren. Gemeint ist damit Augustiner. Jahrelang hat die Traditionsbrauerei nur Rausch gebraut. Jetzt gibt's den Gustl auch ganz ohne Promille. Laut Brauerei soll er spritzig im Antrunk mit dezentem Malzaroma und blumiger Hopfennote schmecken. Moritz Engartner, Kioskchef und Augustiner-Fan, probiert heute sein erstes Augustiner alkoholfrei. Schmeckt er den Unterschied? Ich glaube, wenn man das so miteinander vergleicht, ist es schon recht ähnlich. Also ich denke auch, ich würde es öfter trinken, wenn man es mir hinstellen würde. Aber wenn man es jetzt so miteinander vergleicht, dann merkt man schon, dass normale Helle natürlich einen anderen Geschmack hat. Für Engartner und seine Kunden bleibt das Alkoholfreie die Nummer 2. Also man merkt auf jeden Fall, dass viele Leute auch das alkoholfreie Bier als Alternative sehen. Ich würde aber sagen, es ist kein Ersatz. Wenn ich mir das mal so überdenken würde, würde wahrscheinlich jedes 10. Bier quasi vielleicht ein alkoholfreies Bier sein. Das Alkoholfreie bleibt also eine Vernunftsentscheidung. Beim Autofahren ist es die Regel. Wenn es um Genuss geht, dann richtiges Bier. Besonders nach dem Sport ist es halt schön, dass man alkoholfreies Bier auch mal was zügiger trinken kann, wenn man Durst hat, ohne sich damit zu schaden. Aber ganz ersetzend, das wird nie sein. Gibt es mal Ausnahmen, wo Sie sagen, alkoholfreies Bier, das ist jetzt mal eine gute Abwechslung? Oder? Nein, dann trinke ich lieber Wasser und spare die Kalorien ein. Na dann, Prost. Ob mit Wasser, Bier oder alkoholfreiem.